Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Schwester. Das Thema von heute ist: Kann man beweisen, dass der Islam die einzig wahre Religion ist? Ja. Aber die Frage ist, ob ich es dir beweisen kann, dass der Islam die einzig wahre Religion ist. Denn das kann ich vielleicht nicht. Denn man kann nur die Wahrheit beweisen oder etwas, was wahr ist, beweisen, wenn derjenige, dem man es beweisen will, auch bereit ist, objektiv zu sein, ehrlich zu sein und gerecht zu sein. Ansonsten kann man es ihm nicht beweisen. Wenn er es nicht will, dem kannst du es nicht beweisen, weil er es einfach nicht wahrhaben will. Ich gebe euch ein Beispiel. Wo hat man es immer mit Beweisen zu tun? Bei Kriminalfällen. Okay. So, ein Kriminalfall. Wie kann ich jetzt beweisen, dass jemand eine bestimmte Tat gemacht hat? Was ist der krasseste Beweis in einem Kriminalfall? Zum Beispiel, da ist ein Mord geschehen. Was ist der krasseste Beweis dafür? Wenn es ein Geständnis gibt. Wenn der sagt, tut mir leid, ich habe den ermordet. Und er gesteht es. So, was ist dann? Das ist der krasseste Beweis. So, aber wenn ich es nicht wahrhaben will, was sage ich dann? Dann sage ich einfach, der hat bestimmt gelogen, der war da gar nicht. Der hat einfach das Geständnis gemacht, aber der war das gar nicht. Der will in den Knast kommen, weil er dazu gerissen ist. Wenn ich es nicht wahrhaben will, kann ich sogar mit dem krassesten Beweis nichts anfangen. Oder wir haben eine Videoaufnahme. Eine Videoaufnahme, hier, guck da. Da ist er. Er bringt ihn um. Videoaufnahme. Komplett bei der Tat erwischt, Videoaufnahme. So, der kommt in den Knast, dann sagt die Mutter, nee, das war bestimmt ein Doppelgänger gewesen. Vergewaltigung, DNA-Test. Man hat DNA gefunden. Dann sagt er, ja, klar hat man DNA gefunden, aber ich habe ja auch mit der geschlafen, aber die wollte ja. Da hat man DNA gefunden. Danach hat die irgendjemand anders umgebracht. Wenn du es nicht wahrhaben willst, willst du es nicht wahrhaben. So, das heißt, man muss erstmal bereit sein, einen Beweis zu akzeptieren. Wenn du jetzt zum Beispiel auf das Video geklickt hast und denkst, oh, reaktionär, die haben alle keine Ahnung, oh, beweisen, Religion, wie willst du Religion? Dann werde ich es dir sowieso nicht beweisen können. Deswegen musst du erstmal bereit sein, den Beweis zu akzeptieren. Objektiv zu sein. Wenn man eine Leiche im Wasser findet, so, da liegt eine Leiche im Wasser, was kann sein? Es kann ein Badeunfall sein, es kann sein, ist ertränkt worden, da muss man nach anderen Indizien gucken. Finde ich dann, dass er ein Gewicht um die Beine gebunden hat, kann ich auch sagen, ja, der hat vielleicht Selbstmord begangen, hat sich ein Gewicht um die Beine gebunden und ist da, hat sich ins Wasser gesprungen. So, wenn ich aber dann noch Handschellen um den Rücken finde und ein Gewicht an Beinen, so, und Würgemale, so, dann muss ich da, und Kratzer, dann muss man mit Gewissheit davon ausgehen, dass der umgebracht worden ist. So. Bist du bereit zu schauen, ob der Islam die Wahrheit ist oder nicht? Wenn du bereit bist, gebe ich dir einige Tipps. Schau dir meine Videos an, der hundertprozentig weiß, dass der Koran das Wort Gottes ist. Wie findet man den wahren Weg zu Gott? Sinn des Lebens. Als Beispiel, es gibt noch viele andere Videos. Ich wünsche dir was. Und für die Muslime genau dasselbe. Schaut euch die Videos an, damit ihr Argumente habt. Und nicht dass mich nachher Leute, ich bin total nervös, ich habe das und das gesehen. Assalamu alaikum.